Ich fand eine alte Kassette in einer verlassenen psychiatrischen Anstalt. Ich hätte sie mir nie anhören sollen. Ich und meine Freunde Jordan, Ashley und Sam sind in unserer Freizeit Urban Explorers. Wahrscheinlich weißt du, was das ist, aber falls nicht, wir erkunden Lost Places, filmen das Ganze mit unseren Handys und laden die Videos auf YouTube hoch. Alte verlassene Lagerhallen, Vergnügungsparks, Industriekomplexe, was auch immer es gibt, wir waren dort. Es ist ein witziges Hobby, aber es kann auch beängstigend sein. Um nicht zu sagen, gefährlich. Einige der Orte, die wir erkundet haben, sind abbruchreife Gebäude, die so baufällig sind, dass sie aussehen, als könnte sie ein starker Wind zum Einsturz bringen. An solchen Orten muss man vorsichtig sein und ständig anhalten, um seine Umgebung zu inspizieren. Man weiß nie, wann eine verrottete Treppe unter den Füßen nachgibt oder ein verrosteter Laufsteg einstürzt und einen 50 Meter tief auf den harten Betonboden fallen lässt. Ganz zu schweigen davon, dass immer die Möglichkeit besteht, auf einen gestressten Drogenabhängigen oder einen verrückten Obdachlosen zu treffen, der dort hockt. Außerdem ist das, was wir tun, nicht gerade legal. Es gab schon einige brenzliche Situationen. Einmal hat uns ein Wachmann aus einer verlassenen Fabrik gejagt und ein anderes Mal hat jemand tatsächlich die Polizei auf uns gehetzt. Zum Glück war der Kerl kein allzu großer Sturkopf und hat uns mit einer Verwarnung davonkommen lassen. Ihr denkt wahrscheinlich, dass wir dumm oder verrückt sind, weil wir das tun, was wir tun. Und vielleicht habt ihr sogar recht. Aber so sind wir eben. Wir genießen den Nervenkitzel, den wir dabei erleben. Vor 2 Wochen bekam Sam einen Tipp für einen neuen Ort, der sich hervorragend für unser nächstes Video eignete. Vor allem, weil Halloween vor der Tür steht. Eine alte, verfallene Nervenheilanstalt im nächsten Bezirk. Sie war im späten 19. Jahrhundert erbaut worden und stand seit etwa 30 Jahren leer. Ich glaube, seit Anfang der 90er Jahre und hatte eine ziemlich schmutzige Vergangenheit. Angeblich wurde sie nach einer Art Skandal geschlossen, in den ein Enthüllungsjournalist verwickelt war, der sich als Patient ausgab und alle Arten von Missbrauch und Vernachlässigung seitens des Personals aufgedeckt hat. Es gab sogar Gerüchte, dass die Ärzte alle möglichen abgefuckten geheimen Experimente an den Patienten durchführten. Natürlich ist nichts davon bewiesen. Es sind nur die typischen schwachsinnigen urbanen Legenden, die sich um einen Ort wie diesen ranken. Offiziell heißt es, das Krankenhaus sei geschlossen worden, weil die Regierung die Mittel aus Budgetgründen gekürzt habe. Laut Sam sollte der Ort bald abgerissen werden, um dort einen Wohnkomplex zu errichten. Also war das wohl unsere einzige Chance, ihn zu besichtigen. Letztes Wochenende stiegen wir also zu viert in Jordans alten Mazda und machten uns auf die 2-stündige Fahrt dorthin. Die Einrichtung befand sich in einer relativ ländlichen Gegend am Rande einer Stadt. Sobald sie in Sichtweite kam, wussten wir, dass wir nicht enttäuscht werden würden. Ein abweisendes, 4-stöckiges, graues Steingebäude mit schmalen, vergitterten Fenstern stand inmitten einer weitläufigen, stark bewachsenen Rasenfläche hinter einem hohen, verrosteten Maschendrahtzaun, der mit Stacheldraht umwickelt war. Das Haupttor zierte ein verblasstes Schild mit der Aufschrift »Zutritt verboten« und war mit einer dicken Kette und einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Aber nach ein paar Minuten des Herumstöberns fand Ashley eine Stelle im Zaun, an der ein unerschrockener Explorer vor uns ein anständig großes Loch hineingeschnitten hatte, wahrscheinlich mit einem Bolzenschneider. Wir schlüpften problemlos hindurch und machten uns dann auf den langen, überwucherten Weg zum Hauptgebäude. Je näher wir kamen, desto unheimlicher wurde mir zumute. Das riesige Steingebäude schien sich über uns zu erheben. Seine imposante Fassade glich fast einem finsteren Gesicht mit vielen schmalen, vergitterten Augen, die kalt auf die 4 Eindringlinge herabstarrten, die sich ihm näherten. Die Haupteingangstür war einst zugenagelt gewesen, aber jemand, vermutlich derselbe, der das Loch in den Zaun geschnitten hatte, hatte die Sperrholzplatte, die sie einst verdeckte, herausgerissen, und sie stand weit offen, wie das klaffende Maul eines Tieres, das sich anschickt, seine Beute zu verschlingen. Wir hielten ein paar Minuten inne, noch etwa 20 Meter entfernt, da
damit Sam Jordan filmen konnte, wie er vor der Einrichtung stand und eine kurze Einführung gab. Dann verringerten wir den verbleibenden Abstand, jeder von uns mit eingeschalteter Handykamera, und betraten das baufällige Gebäude. Wir befanden uns in der Hauptlobby, im Eingangsbereich. Der Boden war mit allen möglichen Arten von Müll und Unrat übersät. Abgestorbene Blätter, die durch die offenen Türen hineingeweht worden waren, leere Bierdosen, Fastfood-Verpackungen, Zigarettenstummel und so weiter. Vermutlich hatten Jugendliche, die das Gebäude als Treffpunkt nutzten, und Obdachlose, die einen Ort suchten, an dem sie sich betrinken und die Nacht verbringen konnten, das Zeug hinterlassen. Die Wände waren mit Graffiti beschmiert. Auf dem Empfangstresen stand eine Bettschüssel, eine von diesen altmodischen Stahlschüsseln für Kot und Urin. Keiner von uns traute sich, sie näher zu betrachten. Wir sahen uns eine Weile um und fanden schließlich die Haupttreppe, die neben den Aufzügen stand, in denen kein Strom mehr herrschte. Wir gingen die Treppe hinauf und erkundeten den zweiten Stock. Es war der Verwaltungstrakt des Krankenhauses, hauptsächlich Büroräume. Ehrlich gesagt, gab es in den meisten von ihnen nicht viel Interessantes. Der Raum war bei der Schließung der Einrichtung ziemlich gründlich ausgeräumt worden, und alles, was übrig blieb, waren ein paar leere Aktenschränke und ausrangierte Teile der alten Büroausstattung. Im Büro des Krankenhausdirektors stand ein offener Schuhkarton auf dem ansonsten kahlen Schreibtisch. Ich schaute hinein und sah, dass er eine Reihe alter Tonkassetten enthielt, die noch in ihren Hüllen steckten. Aus Neugierde blätterte ich sie durch. Es waren ein paar Dutzend Stück. Auf den Etiketten waren sorgfältig verschiedene Namen und Daten aufgedruckt. Ich wusste nicht, worum es sich handelte, aber Sam vermutete, dass es vielleicht Aufnahmen von Therapiesitzungen mit ehemaligen Patienten waren. Ich schnappte mir wahllos eine und steckte sie in meine Tasche, als Andenken. Dann setzten wir unsere Erkundung fort und filmten alles, was wir fanden und auch nur im Entferntesten interessant aussah. Um ehrlich zu sein, war der ganze Ausflug eine Enttäuschung. Es gab nicht viel zu sehen oder zu filmen. In den oberen beiden Stockwerken befanden sich die Patientenzimmer, aber sie waren fast alle leer, abgesehen von ein paar verrosteten Bettgestellen, noch mehr Müll und gelegentlich einem Graffiti-Schild. Es gab keine Operationstische, die mit getrocknetem Blut bespritzt waren, keine verrosteten chirurgischen Instrumente und nicht einmal einen gespenstischen verlassenen Rollstuhl, der in einem der Gänge stand. Als die Anstalt noch in Betrieb war, hatte sie nur minimale Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es gab also keine besonders gewalttätigen oder gefährlichen Patienten, die dort eingesperrt waren. Mit anderen Worten, es gab keine Kerkerabteilung im Keller, in der Leute wie Hannibal Lecter sicher vor der allgemeinen Bevölkerung verwahrt wurden. Von der Atmosphäre her hätte es auch ein verlassenes Bürogebäude sein können. Nach etwa einer Stunde beschlossen wir, Schluss zu machen. Jordan filmte das Outro und entschuldigte sich bei den Zuschauern dafür, dass das Video eine solche Enttäuschung war. Dann gingen wir, stiegen wieder in unser Auto und fuhren ohne Zwischenfälle nach Hause. Ich ging meiner normalen Routine nach und hatte unsere Erkundung der psychiatrischen Klinik so gut wie vergessen, bis ich mich am Mittwochmorgen auf den Weg zur Arbeit machte. Ich konnte meine Autoschlüssel nicht finden, die ich normalerweise in meiner Hose trug, und suchte verzweifelt in meiner Wohnung, um nicht zu spät zu kommen. Ich suchte sie in meiner Jackentasche und fand sie nicht. Dafür aber die Kassette, die ich aus der Anstalt gestohlen hatte. Ich hatte sie völlig vergessen. Ich hatte im Moment andere Prioritäten, also warf ich sie einfach auf meinen Schreibtisch und suchte weiter. Schließlich fand ich meine Schlüssel. Sie waren mir aus der Hose gerutscht und hatten ihren Weg unter die Kissen meiner Couch gefunden. Ich kam nur ein paar Minuten zu spät zur Arbeit. Als ich am Abend nach Hause kam, entdeckte ich die Kassette auf meinem Schreibtisch und beschloss, sie mir nach dem Abendessen genauer anzusehen. Es handelte sich um eine dieser 90-minütigen Kassetten, die in ein tragbares Tonbandgerät in voller Größe passen. Auf dem Etikett waren sorgfältig von Hand mit verblasster schwarzer Tinte die Worte Brennett Michael aufgedruckt und ein Datum 8.17.91. Neugierig geworden, ging ich in die Garage und kramte herum, bis ich den alten Rekorder meines Vaters fand.
Ich legte ein paar neue Batterien ein und schob die Kassette ein. Ich war mir nicht sicher, ob der Rekorder oder das Band nach all der Zeit noch funktionieren würden, aber ich dachte mir, es sei ein Versuch wert. Ich steckte ein paar Ohrstöpsel in den Rekorder, setzte sie auf und drückte die Abspieltaste. Ein paar Sekunden lang war nur ein Zischen zu hören. Dann sprach eine trockene klinische Männerstimme in einem professionellen Ton. Die Tonqualität war auch nach 30 Jahren noch erstaunlich klar und nur leicht verschlechtert. Patient 67531, Bennett S. Michael, Sitzung Nummer 7. Die Sitzung wird von Dr. Eugene Winters am 17. August 1991 um 2 Uhr nachmittags durchgeführt. Ein paar Sekunden lang herrschte zischende Stille. Dann setzte der Ton wieder ein. Zuerst war das einzige Geräusch das schwere, leicht unregelmäßige Atmen eines Mannes. Dann sprach die professionelle klinische Stimme von vorhin, der Arzt. Wie fühlst du dich heute, Michael? Das unregelmäßige Atmen ging weiter. Es kam keine Antwort. Michael? Eine zweite Stimme sprach. Sie klang, als gehöre sie einem jüngeren Mann. Die Stimme war aufgeregt und voller unterdrückter Emotionen. Die Stimme eines Mannes in Aufruhr, der darum kämpft, seine Fassung zu bewahren. Was zum Teufel kümmert es Sie, wie ich mich fühle? Was spielt das überhaupt für eine Rolle? Es gibt nichts, was Sie tun können. Alles, was Sie tun, ist, mir immer wieder dieselben verdammten Fragen zu stellen. Jedes Mal. Die Emotion hinter diesen Worten könnte Wut gewesen sein. Oder etwas anderes. Das ist ein wesentlicher Bestandteil deiner Therapie, Michael. Wir müssen an die Wurzel dessen gehen, dass die Ursache für deine psychische Störung ist, um dir die notwendige Behandlung zukommen zu lassen, die du benötigst, um wieder normal zu funktionieren und in die Gesellschaft zurückkehren zu können. Bullshit! Unterbrach der jüngere Mann mit einem Schrei. Sie spielen nur mit meinem verdammten Kopf! Wie all die anderen Psychiater auch. Für sie bin ich nur ein weiterer Freak, mit dem sie ihre kleinen Psychospielchen treiben können. Ein Verrückter, den sie ausnutzen, um in den großen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht zu werden. Der Arzt sprach leise. Ich versuche dir nur zu helfen, Michael. Ein verächtliches Schnauben. Es gibt nichts, was sie tun können, um mir zu helfen, Doc. Es gibt nichts, was irgendjemand tun kann. In der Stimme lag Wut, aber auch etwas anderes. Furcht. Bitte, Michael, du musst mit mir zusammenarbeiten, wenn du hier rauskommen willst. Du hast dich geweigert, den anderen Ärzten zu sagen, wovor du solche Angst hast. Wovor du nachts schreiend aufwachst. Warum sagst du es nicht mir, Michael? Sag mir, wovor du all die Jahre so viel Angst hattest. Einige Momente des Schweigens. Dann sprach der Mann. Die ganze Wut war aus seiner Stimme verschwunden. Die Angst blieb zurück. Er sprach mit geschlagener Resignation. Gut. Ich werde es Ihnen sagen. Nur damit ich es irgendjemandem sagen kann. Und es endlich ausgesprochen ist. Sie werden mich für verrückt halten. Aber das tun sie ja ohnehin schon alle. Deshalb bin ich ja auch in dieser Klapsmühle. Warum also nicht, verdammt? Er gluckste humorlos. Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln, bevor er begann. Wissen Sie, wer es ist? Wenn man sein ganzes Leben lang das Schlimmste weiß, was man je wissen könnte, Doktor. Das Schlimmste, was irgendjemand jemals wissen könnte. Wissen Sie, wie es ist? Jeden einzelnen Moment in purer Angst zu leben. Angst wovor, Michael? Was wäre, wenn Sie Dinge sehen könnten, die andere Menschen nicht sehen können? Dinge, die Menschen nicht sehen sollten. Dinge wissen, die die Menschen nicht wissen sollten. Ich kann diese Dinge sehen, Doktor. Es begann, als ich 8 oder 9 war. Da fing ich an,
sie zu sehen. Sie? Die Vergessenen. So nenne ich sie. Sie nennen sich selbst die Uralten oder die Ursprünglichen. Was sind sie, Michael? Diese Vergessenen. Die Leute reden von Spuk, von Geistererscheinungen. Man hört die ganze Zeit davon. Manche Leute behaupten sogar, sie könnten mit ihnen kommunizieren, sie kanalisieren und verdienen so ihren Lebensunterhalt damit. Spiritualisten, Hellseher oder wie auch immer man sie nennen will. Die meisten von ihnen haben nur Schwachsinn im Kopf, Betrügereien. Vielleicht gibt es ein paar, die es wirklich können. Aber Hellseher arbeiten mit toten Menschen, menschlichen Geistern. Der Mann hielt inne und stieß einen zittrigen Seufzer aus. Wenn es sich um die Geister von Menschen handeln würde, könnte ich vielleicht damit umgehen. Vielleicht hätte ich mich daran gewöhnen und es mit der Zeit akzeptieren können. Aber die Vergessenen sind keine Menschen. Und sie waren es nie. Nur zu, Michael. Fahr fort. Ich höre dir zu. Drängte ihn der Arzt. Sie sind alt. Sehr alt. Sie starben lange bevor die Menschheit auf der Erde existierte. Aber bevor sie starben, lebten sie hier für eine lange, lange Zeit. Der Planet ist Milliarden von Jahren alt, Doc. Und Menschen gibt es erst seit ein paar Millionen Jahren. Glauben Sie wirklich, dass unsere Zivilisation die erste war, die je existierte? Dass niemand vor uns hier war? Sie waren die ursprünglichen Herrscher der Erde. Sie sind seit Hunderten von Millionen Jahren tot. Lange bevor die Dinosaurier auftauchten. Aber ihre Geister sind immer noch hier. Das waren sie schon immer. Unsichtbar für uns. Sie beobachten uns. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Verstehen Sie? Keinen Himmel. Keine Hölle. Wenn du stirbst, sitzt dein Geist einfach hier fest. Für immer. Die Vergessenen haben gesehen, wie sich die menschliche Rasse entwickelt hat. Sie sahen unsere Zivilisation aufsteigen. Und sie hassen uns. Sie haben uns schon immer gehasst. Sie sehen uns als Eindringlinge, Aggressoren, Diebe, die sich die Welt, die ihnen einst gehörte, unter den Nagel gerissen haben. Ich verstehe, warf der Arzt herablassend ein. Ja, sicher tun sie das, murmelte der Mann zynisch. Wie sehen diese Vergessenen aus, Michael? Das wollen sie nicht wissen, antwortete der Mann mit angespannter, zitternder Stimme. Sie sind monströs, unbeschreiblich und so voller Wut und Neid und Rache. Ich weiß das alles, weil sie es mir sagen. Sie kommunizieren mit ihnen? Fragte der Doktor. Oh ja, die ganze Zeit über. Sie wissen, dass ich sie sehen kann. Kann nicht verstehen, was sie sagen, wenn ich wach bin. Sie sprechen in ihrer eigenen Sprache. Aber wenn ich schlafe, kommen sie in meinen Träumen zu mir. Und dann kann ich sie verstehen. Die Vergessenen hassen uns. Aber sie können uns nicht verletzen. Sie können uns nicht berühren. Denn sie sind Geister. Und wir sind lebendig. Wir sind vor ihnen sicher. Solange wir am Leben sind. Aber wenn wir sterben, wenn unsere Geister sich von unseren sterblichen Körpern trennen,
und wir in ihr Reich hinübergehen, dann ist es Zeit für die Rache. Es gab eine lange Pause. Der Arzt sagte nichts, um das Schweigen zu brechen. Der Mann fuhr fort. Wer immer sich die Hölle ausgedacht hat, die Dämonen, die gequälten Seelen in der ewigen Verdammnis. Vielleicht hat er einen Blick darauf erhascht, was die Vergessenen mit den Geistern der Toten machen. An dieser Stelle endete die Aufnahme. Der Ton brach ab und die zischende Stille setzte wieder ein. Ich hörte noch ein paar Minuten zu, aber da war nichts mehr. Dann schaltete ich den Rekorder aus, warf die Kassette aus und starrte sie lange Zeit einfach nur an, beunruhigt von dem, was ich gerade gehört hatte. Aus Neugier googelte ich Michael S. Bennett und den Namen der Nervenheilanstalt. Ich fand einen Nachruf in einer Lokalzeitung auf einen Michael Samuel Bennett. Er war am 11. November 1994 im Alter von 31 Jahren gestorben. Aber in der Todesanzeige stand nicht wie. Ich recherchierte weiter und fand einen Zeitungsartikel über seinen Tod. Er war allein in seiner Wohnung an Leberversagen gestorben, nachdem er lange mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen gehabt hatte. Es gab ein Bild eines Mannes mit einem hageren Gesicht und dunklen, gequälten Augen. Ich konnte nichts finden, was darauf hindeutete, dass er eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen hatte oder jemals Patient der Anstalt gewesen war. Vielleicht wollte seine Familie das aus der Zeitung heraushalten. Oder vielleicht waren die Krankenhausunterlagen vertraulich behandelt worden. Vielleicht war es nicht einmal derselbe Mann. Die Dinge, die dieser Mann auf dem Band sagte, machen mir immer noch Angst. Er klang so überzeugt, so aufrichtig über die Dinge, die er angeblich sehen konnte. Ich versuche mir einzureden, dass ich eine große Sache aus nichts mache, dass das, was ich gehört habe, nichts anderes als die ausufernden paranoiden Wahnvorstellungen eines extrem gestörten Geisteskranken waren. Und das ist alles, richtig? Mehr hat es nicht zu bedeuten. Mehr ist da nicht. Richtig? Wenn dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.